So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun möchten wir zu dieser Mission da unten und schauen, was unser lieber Bruder über den anderen Konduit, wie immer, rausgefunden hat. Zumindest meint er hätte. Eine Scherbe, eine Scherbe, eine Scherbe. Zumindest meinte er hätte irgendwelche Informationen. Was natürlich an für sich echt eine coole Knorke-Sache wäre. So. Wie ich mal sagen. Wie hoch kann der eigentlich bitte springen? Ist mal ohne Scheiß. Mach das mal. Versuch das mal. Lauf mal die Straße lang und springt. Der bleibt ja mindestens, also 3-4 Meter in der Luft. Also das kann nicht wahr sein. Okay, so. Jetzt können wir es machen, da wir den anderen Stützpunkt da ausgeschaltet haben. Schöne Sache. Pacific Science Center, als ein unbekannter Mann Seattle Space Needle erklomm und an der Spitze einen Banner befestigte. Die Bedeutung des Flaggensymbols und die Identität des Cole Mannes bleiben McCheese. ungeklärt. Alles klar. Cole McCheese. Bannermann. Bannermann, jo. Voll lahm, oder? Ja, alles ist lahm. Du hast recht. Wo ist der andere Konduit? Ist er da oben? Nein. Ist er da? Nein. Wo ist er dann? Das, da ist er. Nein, das bin ich. Ich spiegel mich, alles klar. Mensch, Kinders. Hallo? Ah, endlich. Endlich ruft der Typ mal an. Aus, Digga. Ja, ich hab's gehört. Und können wir bitte das B-Wort weglassen? Was? Bioterror? Ja, das Wort hat das B-Wort. DUP bloß erfunden, um den Leuten Angst vor den Kugels B-Wort. einzujagen, Mann. Alter, Alter. Lass ihn uns einfach finden und sehen, was er uns über Augustin verrät. Ja. Und seine Kräfte anzapfen. Genau. Okay, von mir aus. Und seine Kräfte ja, anzapfen. Ja. Ich sag's dir, das funktioniert. Okay, es gibt eine Leiche an der 5. Wo, Ecke, wo, Brian. Wo, wo, wo? Überprüf das, aber versprich mir, hallo. Dass du dich im Hintergrund hältst. Ja? Okay. Gehen Sie im nahegelegenen Tatort und spüren Sie den gefährlichen Konduit auf. Platz da, du Penner! So. Zu, Datsun, da werden Polizisten am Tatort sein, okay? Keine DUPs. Ja. Ich unterstütze dich ja, aber Cops umbringen. Schon gut, schon gut. Ich schalte immer, meine immer Phaser locker auf bleiben. Betäuben. Sieh, schon bin ich weg. Okay, ich habe auf dich gehört. Ich bin an deinen Freunden in Blau vorbei. Danke. Und aber sie was leben nützt noch. Sie leben noch. Wenn man sie nicht benutzen darf. Ah, so kenne ich meinen kleinen Bruder. Erstmal Rauch. So. Jetzt runter. Lass dich einfach fallen, Digga. Hi. Oh. Ah, das kennen wir doch da vom Anfang auf dem Weg nach Seattle. Hui. Ja, ich habe das Opfer entdeckt. Es war eindeutig ein Konduit. Aber leicht stinkig jemand gewesen, ne? Okay. Du musst ein paar mit, Fotos vom Tatort machen und sie mir zuschicken. Alles, was uns einen Hinweis geben könnte. Okay. Kamera, Kamera. So. Okay, das Foto ist unterwegs, aber ich glaube, er hat geblinzelt. Witzbold, so. Jetzt. Hier die Wunden. Ist klar. Was für eine Kraft das wohl gewesen ist. Feuerstoß. Laser, natürlich. Laser, hallo, Laser. Ein Feuerstoß, wei. Sieht das für dich aus wie Feuer oder was? Seit wann ist ein Feuer, rosa, pink, was auch immer das ist? Keine Ahnung, kenne ich damit schon so aus. Naja, wenn es klappt, wird mein erstes Opfer der, der den Namen Bannermann erfunden hat. Ja. Vergiss das doch. Das warst du wahrscheinlich sogar selbst. Okay, nun. Reg, ich höre Sirenen, Mann. Ja, ich seh mal nach. Ja, das DUP hat das Gebiet abgeriegelt. Toll. Ich habe den Seattle Cops geraten, sich fernzuhalten. Das muss der Conduit sein. Ich sehe mal nach. Ja, klar. Da. Wo lang? Da. Oh. Da ist ein DUP-Konvoi auf dem Weg zum Tatort. Oh. Ja, halt dich von dem fern. Warum denn? Ich mach jetzt fertig, Achtung. Zack. Da
merken wir, heute bin ich auch nicht so gut im Zielen, du. Also halt kein Ego-Shooter, hab ich nicht drauf. Hört sich nicht gerade nach Fernhalten an. Nicht mein Ziel. Ach doch. Ups, scheiße, Zivilist erwischt, hä? Das war nicht so der Plan. Ja. Und noch abgelehnt. Weil werde ich richtig böse, richtig abartig. Voll zu das Arschloch. Okay. Wow, 99 Zentrums. So sieht's auch aus. Gut. Eine Bar nebendran. Schön, was haben wir da? Casey arrives. Irish Pub. Ist open, alles klar, geh mal. Geh mal in der Hebe. Hallo? Ziehen. Scheiße, sorry, Mann. Heute bin ich nicht so fit irgendwie, habe ich das Gefühl. Gut. Oh, kratz dich mal schön an der Wade, Digga. Ba 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 ba. Du du du. Du du dum 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 dum. Da 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 da. Aua. Da 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 da. Alter, sind viel zu viele. Und ich bin tot. Das ist aber schön. So, ja. Das, meine lieben Freunde, war ein Beispiel, wie man das nicht tun sollte. Oh, jawohl. Oh. Wir halten alle an. Scheiße. Huah. Booyakasha. Hört sich nicht gerade nach Fernhalten an. Alles gut. Nicht mein Ziel. Alter. Alter. Alter Schlappe, alter Schlappe. Ich brauche so ein Lüftungsding, wo man sprinten kann, ne? Ja, genau, rennen wir einfach auf die Mutter, aber geht's auch. Tatsächlich. Au! Aua! Verdammt! Ich bin ein normaler Bürger, wollte ich gerade sagen, aber es ist schon wieder zu spät. Papa, Papa, Papa. Alter, Leute! Mal alle in Ruhe. Ja. Ba, 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 ba. Wahrscheinlich wird es da vor DOPs nur so wimmeln. Boom. DOPs mit Boom. Schießbefehl. Wow, ich. Alter. Aber deine Gesichtsdaten waren was über das erste Opfer ausgespuckt? Nein. Euch irgendwie wechseln eigentlich ab, Mann. Aussah, hätte ich die mich immer penetrieren müssen, die müssen mich immer quälen und so. Nicht cool, Mann. Ja, Lüftungsschlitz heilen, ha. So. Oh, yeah! Ja, fühlt man sich gleich viel lebendiger, ne? So. Den Rauch wieder auffrischen. Komm, scheiß mal auf die Jungs. Ein Penner und fertig. Toll. Jetzt fühlt er sich cool, hä? Penis. Und immer noch so cool. Alter. Oben hat einfach so einen Scharfschützen. Ich glaub's nicht. Ab, ab, ab. Alter. Tja, Rauchgranate werfen ist keine gute Idee. Du Hund. Tschüss. So. Selbstheilungskräfte aktivieren. Jawohl. Ja. Da 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 da. Ihr seid vielleicht mal ein Haufen Chaoten. Alter, gut, das war mal definitiv kein Scharfschütz, war eher ein Panzerfaust. Der steht ja wieder auf, das gibt's nicht. Komm. Penis, du Dreckiger.
Bam. Toll, so eine tolle Kombination. Voll daneben. Alter. Was gibt's denn jetzt? Bleib doch mal ruhig da sitzen. Der Sack. Oh, hab's erwischt. Gut. Alles klar. Guck mal da, nächster. Gut. Ja, dort muss ich also hin. Da sind die ganzen Gegner, das ist aber schön. Das regt mich wieder auf. Wisst ihr, das braucht immer so viel Zeit, bis da mal die Mission weitermachen kannst. Ja, dann schaffst du so eine Erfolge, was ist eine Mission oder so. Wenn du wieder anfangen zu kacken. Ist auf jeden Fall schöner wie kotzen, oder? So. Ich will da unten so eine auf Gangster machen. Bam. Bam. Toll. Ein scheiß Panzer. Ein scheiß Minigun-Schütze. Gar nicht cool, die Jungs. Weil sie auch immer so viel einstecken. Da musst du auch noch nah an sie ran, um sie zu besiegen. Das sind einfach zu viele Leute, Mann. Schande. Lauf! Junge, lauf! Haha. Bleib stehen, Junge, bleib stehen. Geh doch. Heißt den Conduit. Mann. Und viel Glück dabei. Ach, wie schön. Kotzen. Ja, komm her. Da. Oh, Scheiße. Weg. Weg. Eieiei. Oh Mann, oh Mann. Das kann doch alles nicht wahr sein, ne? Na, wer schießt da eigentlich schon wieder? Da hinten noch so eine. Gut. Baf. Baf. Ho. Voll erwischt. Die Drecksau. Endlich gibt mal einer auf, Ich wäre jetzt schon fast aufgegeben gerade. Alter. Mach doch mal mit deinen Kollegen, gib einfach auf, Mann. Ich denke die ganze Zeit, ich könnte mit Viereck nachladen, deshalb schlag ich mal ein bisschen in die Luft rum. Ja. Ego-Shooter, ne? Und so. Also, dieser Conduit hat echt einen eigenen Stil. Sowas wie Nouveau gestört. Ja, echt cooler Typ, Mann. Okay. Ich brauche. Lass mich raten. Gesicht und Wunden. Wenn's keine Umstände macht. Kein Problem. Okay, bitteschön. Wunden kommen sofort. Alter. Nicht nötig. Ich hab schon einen Treffer. Ah. Der Typ ist ein Drogendealer. Okay. Ellenlanges Vorstrafenregister. Such nach seinem Stoff. So erfahren wir vielleicht, warum der Schütze ihn ausgewählt hat. Okay. Ist er das? Nö. Was schießt da schon wieder jemand? Schon wieder jemand geschossen, war? Oh, cool. Heilig. Oh. Alter. Was heilig? Darfsen, alles klar? Ja. Ah. Ich hab den Schützen. Ich folge ihm. Sei vorsichtig. Oh Mann. Ich hab den Conduit gesichtet. Zack. Warte. Spielt mich nicht. Alles gut. Alter. Ich bin einer von euch. Ich meine, einer von uns. Alter. Ich will dir nichts tun. Ja, vor allem, wenn du nicht langsamer wirst. Aha, okay. Ich muss sagen, da ist jemand etwas schneller wie ich. Ich könnte theoretisch noch verfolgen. Stopp! Komm zurück! Nett, dich kennenzulernen. Hast du ihn? Nein, er ist abgehauen. Total schnell. Oh Mann. So richtig schnell. Oh Mann. Schnell, Mann. Vergiss den fleischfressenden Todesblick. Das will ich. Nicht gierig werden. Aber ja, ja. Lernen Sie Ihre Klammer auf die Plattform. Scharfschützen hier. Oh, ich bin ein bisschen müde, Leute. Eieiei. Ja, okay. Gut. Da kann ich hoch und dann geht's ab zur Reklamentafel.
auf ins Lager. Wäre echt cool, diesen Move drauf zu haben. Und dann noch schade, den hab's nicht geschafft. Langsam, ich erst müssen wir ihn wieder. Okay, ich bin da. Ab. Soll ich nach irgendwas bestimmen? Alles. Also, eins verrät mir dieser Leid schon mal. Läuft. Nämlich, dass unser Scharfschütze eine Scharfschützin ist. Was? Das müsstest du echt sehen, Reg. Das ist das mädchenhafteste Scharfschützenversteck aller Zeiten. Was soll das heißen? Keine Ahnung, es wirkt einfach alles mädchenhaft. Ach, was. Mädchenkram, der Name Brand, Mädchenschrift in die Wand gebrannt. Was geht denn da ab, Leute? In jedem Attentäterversteck, das du dir vorstellen kannst. Okay. Na gut, ich meine, wer sagt es? Pass auf, schick mir einfach Fotos von allem, was nützlich sein kann. Ich bin schon müde, verdammt, warum bin ich... Vielleicht, weil es heute so warm ist schon wieder. Ja, gut. Also, wer sagt das mir nicht? Ein Serienmörder, der Jane Eyre liest? Na klar, Jane Eyre dass Frauen keine Scharfschützen sind. Ich bin gar nicht mehr, ich komme nicht mehr klar. Brand. Ich frage mich, wer Brand ist. Da bin ich überfragt. Keine Ahnung. Komm, beste Foto. Okay, die gehören definitiv höchstwahrscheinlich einer Frau. Experte, hä? Ja, Experte, Alter. Okay, sieht mir tatsächlich nach Damenschuhen aus. Boah, was? Ja, die sind was, kleiner als Kinderschuhe. Und sonst noch was Interessantes? Nur die Ruhe, ich suche hier. Ich würde sagen, das ist interessant. Oh ja. Mhm. Wer das genau aneinander passt. Und so, ne? Aha, ein bisschen runter hier. Ja, so, ne? Das ist ein Hoch. Muss man ganz, ganz genau gucken. Ja, so kann man es schon fast lassen. So könnte es fast schon. Interessant, hast recht. Ist weit hergeholt, aber vielleicht gibt die Datenbank mit etwas Glück bei dem Brand irgendwelche Querverweise aus. Ich will da nicht so viele Hoffnungen hinstecken, ne? Ich glaube nämlich nicht, dass weißt es so du, viel so. Könnte ich bei uns im Wohnzimmer tolle Lichtshows veranstalten. Oh, super, könnte mal sinnvoll genutzt. Genau. Oh. Immer schön sinnvoll nutzen, diese Superkräfte. Hey Reg, ich hab gerade an die BHs gedacht. Lass das, okay? Ernsthaft, lass es. Komm, nimm doch einen mit. Okay, pass auf. Wenn ich Augustin erwische, kommt erst Wumm, Rauch. Und wenn sie dann in den Seilen hängt, Bang, Bang, mit der Lasershow. Ein Plan ist immer gut. Die Lasershow. Zack. Hey, ein Treffer beim Foto. Er heißt Brand Walker. Brand Walker? Vor 2 Jahren wegen Drogenbesitzes verhaftet. Jetzt kommt's. 2 Monate später tot in einer Gasse gefunden. Todesursache, einzelne Stichwunde, unbekannter Herkunft in der Brust. Ich schicke dir die Adresse. Ja, unser Mädel mag definitiv keine Drogendealer. Sieht ja. So aus. Ah, okay, also da hinten ist die Adresse. Dann wird man mal schön noch hingehen hier. Warum klingt es in den Nachrichten so, als würde es bum 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 bum. Das könnte es jeden treffen. Ja, und weiter? So. Na, durch die Baumkrone. Man sollte doch meinen, dass DOP würde wollen, dass jeder weiß, dass die Morde nicht wahllos sind. Apropos, kann ich eigentlich was aufrüsten? Scherben eine? Nein, kann ich nicht. Gut. Außer Drogendealer. Dum 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 dum. Was willst du sagen? Dass das DOP den Leuten Angst macht? Ist das eine Bullenhitze hier in diesem Raum? Ihr Job ist doch, Panik zu verhindern. Dum 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 dum. Gut. Man versucht sich immer so ein bisschen die Zeit zu vertreiben, wenn man hier so rumsitzt und denkt, ja, ich könnte ein bisschen zocken, was aufnehmen. Ne? Dann denkt man sich immer irgendwelche Geschichten aus für das Spiel hier zum Beispiel, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe es schon wieder vergessen, vielleicht ist es einfach nur zu warm. Das brennt mir gerade die Hirnbindungen aus dem Schädel. So, haben wir wieder schon die Verdächtige gerettet. Ba, 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 ba. Schön, hä? Und, boah, gib mir die Scherbe. Das erste Mal, dass ich die Scherbe sehe, ich glaub's nicht. Was ist das? Hm. Das muss da irgendwo in so einem Scanner-Teil drin sein, so wie es aussieht. Alles klar. Und das ist da hinten. Drogendealer, der was? Ja. Das letzte Mal auch schon aufgefallen. Die rot sind. Anstatt blau. Bu bu bu. Buja Kascha, okay. Motherfucker. Bin in der Gasse, aber die sind schwere Waffenverschläger.
sieht nach Drogengeschäft aus. Ich mache ungern einen auf Kopf, aber es ist die Pflicht jedes Bürgers einzugreifen, wenn er ein Verbrechen sieht. Also Alter. Meinst du, ich soll jetzt Leute mit meinen Kräften umbringen? Ich hab nicht umbringen gesagt. Doch, umbringen, immer schön töten, die Bastarde, immer töten. Immer töten, immer töten. So, boom. Gelitten hast du. Was, bist du auch noch einer, oder was? Das waren Schüsse. Hast du sie umgebracht? Hey, ich wollte nur meine Bürgerpflicht tun. Aber die wollten ihre Verbrecherpflicht. Boah. Wo kommt die auf einmal jetzt alle gar her? Das kann da wohl nicht wahr sein. Ah, wieder einer weniger. Nochmal einer weniger. Nochmal einer. Und nochmal einer. Gut, hätte man das mal, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und schauen uns das Ganze an. Boah. Das müsstest du sehen, Mann. Unsere kleine Rennmaus ist ein Tagger. Das nenne ich mal den Shit hier. Toll, aber vergiss nicht, sie ist doch eine Mörderin. Okay? Und zwar auch eine verdammt gute. Ach du Scheiße. Die ist doch krank, ja. Ist doch krank. Du musst zugeben. Paar geistesgestört, die Alte. Brand. Sie kann toll Altare schmücken. Irgendwie ist das rührend. Naja, das muss nicht unbedingt was Gutes sein. Genau, es kann auch leicht psychohaftmäßig. Genau. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt unserer Tour. Zum Höhepunkt unserer Tour. Oh Mann. Okay, das ist komplett irre. Okay, die Kleine holt sich Essen zum Mitnehmen und setzt sich dann hierher zu Neon Brand und erzählt ihm, wie ihr Tag so war, während sie ordentlich reinhaut. Ja, immerhin haben wir was zu essen, dann wissen wir, wo sie... was holt? Dann können wir das abfangen. Die Kleine. Wenn ich Neonkräfte und Hunger auf Fischsuppe hätte, würde ich darum hängen. Bin unterwegs. Okay. Auf zum Neon. Zum Neon, ja, zum Essen. Oh. Dem Licht auf der Spur. Mission abgeschlossen. Das ist schön. 4 Upgrades verfügbar. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ach, doch. Ja, das sind so die kleinen Scheißdinger da. Rauchschuss kommt, zack. Und wenn man die Asche-Explosion das auch noch weniger verbraucht. Zack, bumm. Fertig. Buff, buff. Alles klar. Würde ich sagen, gehen wir mal etwas zu essen holen, aber das alles erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.